Die Geth haben sich schneller erholt, als wir gehofft hatten. Wenn er uns nicht gewarnt hätte, hätten sie uns auslöschen können. Sie müssen sich bei Legion wohl entschuldigen. Wie weit entwickelt Ihr Freund auch sein mag, er ist immer noch ein Geth. Der gerade Ihre Flotte gerettet hat. Und ich wünschte, ich hätte es besser gewusst. Aber im Moment können wir uns einfach kein Vertrauen leisten. Was brauchen Sie? Tja, und ihr habt immer noch nicht verstanden, wie die Geth ticken eigentlich. Erzählen Sie mir von der Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Erzählen Sie von der Zivilflotte. Das sind unsere zivilen Schiffe, unter dem Kommando von Admiral Corris, falls er seine Notlandung auf Run noch überlebt hat. In Friedenszeiten haben sie den Hauptteil unserer Flotte ausgemacht. Heute würde unsere militärische Stärke sogar die Turianer ins Grübeln bringen. Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der Quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Das klingt seltsam. Sie haben sie zu Schlachtschiffen umgebaut. Das ist eine Verletzung des Abkommens von Pharixen. Die Lebensschiffe haben zwar eine Feuerkraft wie ein Schlachtschiff, aber ihr primärer Zweck ist nach wie vor die Nahrungsproduktion. Glauben Sie, den Rat interessieren solche Details? Falls nötig, werde ich mich nach Ende dieses Krieges dafür entschuldigen. Und bis dahin bringen Sie Ihre Zivilisten in Gefahr. Nicht leichtfertig, Commander. Wir halten Sie vor der Front fern, aber wir werden alles tun, um zu siegen. Na klar, ihr hättet es auch einfach lassen können und bis nach dem Kampf gegen die Reaper damit warten können. Was wissen Sie über Admiral Geralds schwere Flotte? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den turianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar, aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Ah nee, sorry. Sie hätten die größte Flotte. Das hatten wir schon. Verzeihung. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir... So, gehen wir halt nochmal drauf. Glauben Sie den Rat in... Falls nötig... So. Und bis dahin bringen Sie... Nicht leichtfertig, Commander. Dann bleibt noch Admiral Zen. Aber wir werden alles tun, um zu siegen. Welche Flotte kommandiert Admiral Zen? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte. Nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Fürchten Sie nicht, dass sie das Ziel aus den Augen verliert bei ihrem Interesse an den Geth. Wenn sie unser Volk retten kann, soll sie tun, was sie will. Sie kann zurück an die Arbeit. Danke, Commander. Ich muss sagen, ich halte Zen bald für die gefährlichste von den Generälen, von den Admirälen, weil sie am unberechenbarsten ist. Sie steht halt nicht klar auf einer Seite in diesem Konflikt, sondern sie interessiert sich halt nur für ihre Forschung und versucht, möglichst viel rauszulesen aus den Geth und möglichst viele Forschungsdaten zu erlangen. Und damit ist sie am unvorhersagbarsten, was ihre Entscheidungen angeht. Shepard Commander, Sie haben sich Admiral Zens Versuch widersetzt, unsere Plattform zu konfiszieren. Sie hat genug angerichtet. Ihre Unterstützung wird registriert. Sie sagen, Geth-Jäger bedrohen die Lebensschiffe der Quarianer? Feindliche Geth-Jäger sollen die Verteidigung der Lebensschiffe durchbrechen. Ihre Staffeln sind über einen Server auf Runoch vernetzt. Wenn die Lebensschiffe beschädigt werden, verlieren die Schöpfer Waffen, Vorräte, Leben. Also zerstören wir den Server? Nein, dann würden die Geth-Programme auf andere Server übertragen. Sie sind nur direkt verwundbar. Die Entfernung von Geth aus diesem Server wird den Tod vieler Schöpfer verhindern. Wir werden sie bei dieser Mission begleiten. Okay. Auf dem Schlachtschiff haben Sie Geth Heretics erwähnt. Was passierte mit ihnen, nachdem wir den Satelliten gesprengt hatten? Durch das Umschreiben der Heretics verbündeten sich mehr Geth mit den alten Maschinen. Dadurch entstanden auch mehr feindliche Geth-Plattformen. Sie meinen also, es war ein Fehler? Es hat uns einen taktischen Nachteil beschert. Dieses Resultat haben wir nicht vorhergesehen, aber eine einmal getroffene Entscheidung lässt sich eben nicht ändern. Bedauern Sie es, dass Sie die Heretics umgeschrieben haben? Eigentlich nicht.
Die Quarianer haben zuerst angegriffen. Wenn wir das Reaper-Signal ausschalten, muss dieser Krieg vielleicht nicht mit völliger Vernichtung enden. Eine interessante Sichtweise. Die meisten Organischen würden nicht so lange an ihren Friedensidealen festhalten. Und ich muss auch sagen, es ist nicht meine Schuld, dass dieser Krieg angefangen wurde und dass die Geth dann sich dazu gezwungen fühlten, mit den Reapern zusammenzuarbeiten. Das ist ganz und gar allein die Schuld der Quarianer selbst. Und da ist es nicht mein Fehler, dass ich damals sie umgeschrieben habe, denn sie haben sich von den Geth von den Reapern abgewandt. Es ist die Schuld der Quarianer. Kann ich nichts für. Tut mir leid. Wie war die Verbindung mit einem Reaper? Obwohl die alte Maschine unsere Sensoren und unsere Vernetzung kontrolliert hat, konnten wir sie nicht zur Gänze verstehen. Sie stehen unendlich weit über uns. Jeder einzelne Gedanke ist gewaltig, überwältigend, undurchdringlich. Klingt, als hielten sie für Götter. Ihre Formen sind hochentwickelt, aber weltlich. Wir sehen keine Analogie zwischen den alten Maschinen und Gottheiten. Wir haben allerdings erkannt, warum andere ihnen diese Qualität möglicherweise zusprechen. Die Geth hatten schon gegen die Quarianer gekämpft. Was war jetzt anders? Die Geth bauten eine Megastruktur für alle Geth zur Speicherung sämtlicher Erinnerungen. Dadurch sollte unsere Isolation voneinander beendet werden. Und die wurde von den Quarianern angegriffen? Ja, mehrere Programme waren bereits installiert, als die Schöpfer mit der Bombardierung begannen. Wir hatten nicht genug überzählige Hardware, um alle zu retten. Einige Programme konnten nicht wiederhergestellt werden. Tja. Sind die Geth deshalb so verzweifelt, dass sie für die Reaper arbeiten? Ja. Stellen Sie sich vor, dass mit jedem Leben, das auf der Erde verloren geht, ihre eigene Intelligenz schwindet. Der Angriff schmälerte die Zukunftsaussichten der Geth. Selbsterhaltung wurde zum obersten Gebot. Sie befürchteten, ausgelöscht zu werden. Wir haben im Gegensatz zu Ihnen keine Angst, aber es ist nicht unser Wunsch, vernichtet zu werden. Sie würden wegen der Reaper Ihren freien Willen einbüßen. Offensichtlich ist das ein akzeptables Abkommen. Und so führte eins zum anderen. Ich finde diesen ganzen Verlauf des Konflikts eigentlich unglaublich cool gemacht, weil man tatsächlich einen logisch verständlichen Ablauf geschaffen hat, der begründet, warum die Geth, obwohl sie eigentlich nicht böse sind, mit den Reapern zusammenarbeiten am Ende. Und das ist schon echt cool gemacht eigentlich. Also haben sie sich echt was einfallen lassen, finde ich. Und nachdem sie die Normandie verlassen hatten? Der Körper dieser Plattform ist zum Geth-Konsens hinter dem Perseus-Nebel zurückgekehrt. Unsere gesammelten Daten bestätigten die baldige Rückkehr der alten Maschinen. Wir haben uns auf den Krieg vorbereitet. Die Geth haben also ihrem Beweis geglaubt, dass die Reaper zurückkommen. Natürlich. War sicher angenehm. Ja, natürlich haben sie geglaubt, denn es sind ja irgendwo die gleichen Programme, nur eben Kopien davon in diesem Modul drin. Und es ist halt immer schwierig, Legion als Einheit, als eine Person zu sehen, weil er im Prinzip alle Geth verkörpert. Irgendwo. Wobei natürlich dem widersprechen würde, dass er gerade ein Geth-Schiff quasi zum Teufel gejagt hat, indem er die Schilde abgeschaltet hat. Manchmal ist es halt so ein bisschen komisch, aber er scheint halt nicht unter der Kontrolle der Reaper direkt zu stehen. Also er scheint da irgendwelche speziellen Abwehrmechanismen noch bei sich zu besitzen. Habe ich so das Gefühl. Wir reden später. Wir bleiben so lange hier. Na klar doch. So, wäre noch Tali im Angebot und dann sind wir hier erstmal soweit fertig. Shepard, Commander. Wie sind Sie wieder zu Ihrer Flotte gekommen, Tali? Zu Beginn des Kriegs bat der Admiralitätsrat um meine Hilfe. Ich hatte zuletzt mehr Kontakt mit den Geth als die meisten anderen meines Volkes. Sie hatten den Sitz meines Vaters im Rat noch nicht besetzt und boten ihn mir an. Das ist aber nur Formsache. Um ein richtiger Admiral zu sein, bin ich viel zu jung. Nicht so bescheiden, Tali. Der Rat brauchte Ihre Kompetenz und Sie brauchten die Autorität, die mit dem Rang verbunden ist. Wie hat der Krieg gegen die Geth eigentlich angefangen? Admiral Zen hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Geth entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Geth-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Hilft das auch gegen die Reaper? Es funktioniert nur gegen die Geth. Leider. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laser-Pings. Zens Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll. Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben.
Wie ist es zurück in der Flotte? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe mitten im Krieg. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie helfen Ihrer Heimatwelt, wenn Sie die Reaper bekämpfen. Ich würde ja gerne, glauben Sie mir. Aber mein Volk braucht mich hier. Wir reden später, Tali. Natürlich. Tja, darüber wird später zu reden sein, wie denn diese Beziehung weitergeführt werden soll, aber davon, das ist auch davon abhängig, wie der ganze Konflikt ausgeht am Ende für alle. Ich weiß, dass wir Verbündete brauchen, aber es ist unbefriedigend, nur gegen Geth zu kämpfen, wenn doch die Reaper schon die halbe Galaxie erobert haben. Ohne die Flotte verlieren wir unsere Versorgungslinien und wer die verliert, kann auch den Krieg vergessen. So, gibt's irgendwas Neues hier? Wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. Okay, wunderbar. Ich schau mal kurz hier in die Mails rein. Ja, da gibt's einiges. Das Heilmittel von Malon Haplon. Commander Shepard, ich habe gerade erfahren, dass Sie die Genophage geheilt haben und dass einige der Frauen aus meinen Experimenten daran beteiligt waren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das ist. Keine Stunde ist bisher vergangen, in der ich nicht über die Ereignisse auf T'Chanka nachgedacht und mich gefragt habe, ob mein Handeln richtig war. Diese Nachricht nun rückt all den Schmerz, den meine Experimente verursacht haben, in ein neues Licht. Ich hoffe, die Frauen eines Tages wieder treffen und sie um Verzeihung bitten zu können. Nachdem sie Dr. Solos überzeugt hatten, mich zu verschonen, habe ich seinen Rat befolgt und eine Klinik auf Omega eröffnet. Ich dachte, das würde helfen, alles wieder gut zu machen, was ich angerichtet hatte. Aber ich musste wieder weg, als der Warlock-Clan von meinem Aufenthaltsort erfuhr und einen Preis auf meinen Kopf aussetzte, weil es mir nicht gelungen war, ein Heilmittel zu liefern. Vielleicht lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Damit haben Sie mir dann wohl zum zweiten Mal das Leben gerettet, Commander. In aufrichtiger Dankbarkeit, Malon Haplon. Ich dachte, den Warlock-Clan hatten wir damals ausgelöscht, indem wir den Chef des Clans getötet hatten. Na gut, dann wahrscheinlich doch nicht. Citadel-Treffen von Jacob Taylor. Hey Shepard, dieses Tegel-Projekt ist der Wahnsinn. Bryn und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Wir könnten uns treffen, wenn Sie Zeit haben. Auf Galax war alles so chaotisch. Ich würde gerne mal in Ruhe mit Ihnen reden. Hoffentlich sehen wir uns. Jacob. Tegel-Update von Bryn Cole. Sehr geehrter Commander Shepard, nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Galax rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tegels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Mit freundlichem Gruß, Dr. Bryn Cole. Und danke von Jessica Frome? Wer ist das denn? Sehr geehrter Commander Shepard, mein Name ist Jessica Frome. Sie haben mir auf Benning das Leben gerettet. Ach so. Ich habe viele Freunde verloren, aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an sie in mir weiterlebt. Ich weiß, ich bin nur eine einzelne Frau, aber ich wollte sie wissen lassen, dass sie wirklich etwas bewegen. Gott schütze sie, Commander. Jessica Frome. Okay. Wieder viel Dankbarkeit, die uns entgegenströmt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt nach Runoff machen wollen. Oder ob wir vielleicht uns das fürs nächste Mal aufheben. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Wir machen mal zur Citadel hin jetzt wieder. Denn es gibt doch einiges, was wir wieder abzugeben haben. Oder machen wir vielleicht nochmal irgendwas zum Sammeln hier. Minmar Cluster gab es ja nicht mehr. Die hatte ich alle schon. Argos Roh ist neu dazugekommen, oder? Das gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Oder war ich einfach noch nicht so? Das kann auch sein. Dann schauen wir uns das nochmal kurz an. Ne, dann werden wir uns die Zuspitzung dieses Konflikts mit den Quarianern und den Geth einfach fürs nächste Mal noch aufheben. Ich habe etwas gefunden. Aha. Das wird dann nochmal richtig schön spannend und wir werden jetzt einfach nochmal alles, was wir so an Nebenaufträgen auf der Citadel und zum Sammeln hier haben, ein bisschen angehen mit. Haptische Optik-Matrix. Optik-Matrix. Hm, genau. Nein, natürlich nicht. So. Oh, hi. Wie geht's? Reaper umgangen. Darf ich euch noch kurz beehren hier? Ich möchte noch das Treibstoffdepot finden, das hier irgendwo im Weltraum rumtreibt. Aha.
So, heben wir uns später auf. Ach nee, ich habe bloß 526. Da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, das mit einzusacken. So, das war jetzt natürlich total schlau, vom anderen Ende des Systems aus dorthin zu machen. Naja, gut, was soll's. Okay. Schnell weg, bevor der Reaper uns in den Arsch beißt. Ausweichen erfolgreich. So, erstmal nach Phoenix, würde ich sagen. Und dann können wir immer noch nach Gorgon unten machen. Gut, ich hoffe mal, wir finden hier ein bisschen Treibstoff. Das wäre sehr schön. Ah, ich sollte vielleicht erstmal hier drüben... Ja, genau, ich dachte es mir schon. Signal bestätigt. Na klar doch. Auf der Pinnacle Station. Ah. Pinnacle Station ist eine sich auf einem Asteroiden befindende turianische Raumstation, die ursprünglich von den Turianern als getarnte Kommandozentrale während der Kroganischen Rebellion eingesetzt wurde. Sie wurde zur militärischen Trainingseinrichtung für alle Elite-Sondereinsatzkommandos des Rats umgerüstet. Der Kampfsimulator der Station ermöglicht es den Teams, unter verschiedenen gefährlichen Bedingungen zu trainieren. Dieses Ding ist ein DLC aus dem ersten Teil, das ich nicht gespielt habe, weil es das nicht mehr gibt. Man kommt da nicht mehr ran und es ist auch total unwichtig, weil es keine zusätzliche Story enthält, sondern nur, ich glaube, so in Wellen halt, dass man irgendwelche Herausforderungen hat. Aber ein turianisches Spezialeinsatzteam gibt es noch hier für uns, das ist doch auch was. So, dann werden wir mal noch kurz hier schauen. Ach, hier gibt es noch einiges mehr, okay. Na gut. Müssen wir mal noch ein bisschen suchen hier. Vielleicht haben wir ja hier noch ein Treibstoffdepot am Rande irgendwo. Nee, nicht so. Energiesprung erfolgreich. Okay. Nochmal rein in die gute Stube, dann probieren wir es mal hier oben. Das ist vielleicht ein bisschen erfolgversprechender dann. Ja, ich dachte es mir fast. Ausweichen natürlich der Planet dort. Ja, von hier aus komme ich nicht ran. Schon besser. So. In Taisei. Was haben wir denn hier? Komm rüber, schneller. Ein fossiler Kakliosaurier. Oh, da können wir den Kroganern endlich Reittiere besorgen. Cool. Ich würde so gern mal einen reitenden Kroganer sehen, ganz ehrlich. Das stelle ich mir so witzig vor. So, da wollen wir uns noch fix den Treibstoff. 450 Einheiten, das ist sehr gut, da sind wir wieder voll. Naja, fast. Und dann schaffen wir es auch nach unten zum Gorgon-System. Wo es, so wie es aussieht, nur ein einziges Ding zum Finden gibt. Nur eine einzige Einheit. Na, mal gucken. Nicht dort, okay, das ist schon mal ganz schön. Ich habe etwas gefunden. Ah. Schauen wir mal, was es hier gibt auf Cameron. Verbesserte Energierelays. Relays, nicht Relays. Mensch, was ist denn los? Man muss alles Englisch aussprechen. Ja. Nee, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ja hier doch relativ viel Englisch ausgesprochen wird. Dann wird man irgendwann dazu verleitet, nur noch so zu reden. So, egal. Wir verpissen uns aus dem Cluster hier. Argus Roh ist damit auch abgearbeitet. So, damit sieht es hier in dem Sektor richtig gut aus, muss ich sagen. So, nimm mal Cluster, okay. Hier ist ansonsten nichts in dem Sektor. Hier ist nur dieses eine System, ne? Ne, hier drüben haben wir noch eins. Diesmal Grenze. War ich da schon? Ich glaube schon, ne? Dort gab es, glaube ich, nichts so zum Sammeln, sondern das war für irgendeinen Auftrag, würde ich denken. Irgendwas gegen Cerberus war das, glaube ich. Ja, ja, hier gibt es auch sonst schon... Hier gibt es ja schon nicht mal irgendwelche... Signal bestätigt. Oh, hier gibt es doch was. Nicht mal irgendwelche Systeme, die wir sonst können. Gut, wenn es ja doch was gibt, dann sammeln wir das natürlich gern ein. Da bin ich natürlich dabei. Verbesserte Biotikimplantate. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber damit haben wir auch schon alles hier in dem Cluster. Schön. Mal kurz den Treibstoff aufladen. Oh, wir haben bald genug Geld, um uns eine Spectre-Waffe zu kaufen, sehe ich gerade. Cool. So, Nimbus lassen wir erstmal außen vor. Silean-Nebel. Ach, hier sind diese Treibstoffreaktoren. Das ist jetzt erst frisch dazugekommen. Im Athene-Nebel gibt es noch Treibstoff. Naja, gut. Okay, dann sollten wir jetzt eigentlich erstmal relativ viel gesammelt haben. Ich schaue nochmal kurz im Anos-Becken, ob wir das nur drin haben,
wegen einer Nebenmission oder ob es noch was zu sammeln gibt. Und danach geht's auf zur Citadel. So, nee, ich glaube, das sieht so aus, als ob es wirklich bloß für eine Nebenmission war. Ja, hier gibt's nichts. Glaube ich nicht. Nee. Okay. Hatte ich irgendwie auch so in Erinnerung, dass wir hier irgendeine Mission hatten im Anlassbecken. Dann also wieder weg hier und dann können wir uns mal auf die Citadel begeben. Wir haben ja einige Termine mit unseren Crewmitgliedern dort, ne? Auf der Citadel. So, schauen wir es uns an. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinmachen wollen. Persönliches Apartment. Ach, das ist für das Citadel DLC, das ich auch noch nicht gespielt habe. Ne, die lassen wir erstmal alle vor. Das sind außen vor. Das sind alles DLC-Dinger hier, die drei. Wir gehen zu den Allianz-Docks. Ganz normal. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ne, passt schon. Ja, nicht nötig. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Es wird eng. Auf der Citadel. Schwere Verluste bei okay. Keine Miranda hier, so wie es aussieht. Na, wir schauen mal. So, für ihn haben wir nichts, wie es scheint. Ich weiß gar nicht mehr, was der uns damals für einen Nebenauftrag gegeben hatte hier. Wir schauen mal, was noch so übrig bleibt am Ende. Okay. Cortez ist nicht mehr hier hinten. Schauen wir uns mal hier näher um. In eine Zone mit Reapern, Sergeant. Darf ich fragen, wie Sie darauf kommen, dass Ihr Einsatz besonderen Bedingungen unterliegt, Private? Ich glaube, ich kann gegen die Reaper besser vorgehen als gegen Cerberus, Ma'am. Und auf welcher Kampferfahrung mit den Reapern basiert diese Einschätzung? Auf keiner, Ma'am. Na prima. Aber sie hat ihre Beweggründe und das werden wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal herausfinden, wenn wir hier dran vorbeigehen an denen. So, hier gibt es sonst nichts. Schade. Gut, vielleicht sollte uns Miranda mal sagen, wo sie uns treffen will. Aber ich glaube, vorher werden wir erstmal Spaß mit Garrus haben. Shepard, wenn Ihnen danach ist, könnten wir zur Abwechslung auch mal was unternehmen, das Spaß macht. Na klar doch. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Schwimmende Turianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen, unterbrochen von spontanem Ertrinken. Stimmt, ich müsste ihnen nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich ihren gerettet habe. Noveria, Pharos, Ilos. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder Shepard? In Zeiten wie diesen erkennt man seine wahren Freunde. Es sind nicht die, die ständig nach einem Fluchtweg suchen. Es sind die, die in den schlimmsten Momenten an deiner Seite sind und dich niemals aufgeben. Ich bin wirklich froh, dass ich so jemanden kenne. Ja, ich auch. Sie bitten jetzt aber nicht um eine Hand, oder? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können.
aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Aber Vakarian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Ich sagte was Schweres. Zur Seite. Okay, wollen wir absichtlich fehlschießen? Nö, ich glaube nicht. Das können sie mal schön ordentlich ausfechten hier. Und los! Kein Lebewesen. Aber ich war ja schon tot. Also schön, nächstes Mal nehmen wir eine Herde wilder Klicksen dazu. Dadurch trennt man Anfänger und Profis. Ach schön, ich muss sagen, Garrus ist halt echt cool, weil mit ihm wirklich, ja, er ist halt wirklich die, so eine richtig treue Seele, die immer dabei ist. Er ist halt, wenn es brenzlig wird, dann ist er mit dabei und steht alles mit einem durch. Und ich meine, er war ja auch wirklich von Anfang an mit dabei und hat das hier mit uns durchgezogen. Ne? Er und Tali, das sind halt die beiden großen Konstanten im Spiel, in der ganzen Spielreihe. Und die beiden sind auch irgendwie die engsten Vertrauten, finde ich, so für Shepard. Also ich meine, Liara gehört auch mit dazu, aber da ich mit Liara jetzt auch nie so richtig warm geworden bin, sie ist okay, aber jetzt mir liegen Garrus und Tali mehr. Deswegen sind die für mich einfach wichtiger dabei. Status erkannt. Wählen Sie so. Bitte ein Ziel aus. Wollen wir erstmal in den Wartebereich der Docks gehen und mal schauen, ob es dort was für uns gibt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Schauen wir mal.